Ja, hallo, willkommen, mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Zelda 2. In der letzten Folge haben wir gegen Kronos gekämpft und ihn besiegt. Was heißt, der Besieg ist abgehauen und wir haben ihn nicht so besiegt, aber wir haben ihn besiegt, ja. Und, ja. Dann, weiß ich nicht. Ist er irgendwie abgehauen mit Julius? Julius ist auf ihn losgegangen, die haben sich beide wegteleportiert. So, und wir sollen uns im Moment mit, Beasley treffen in der Spyros AG. Alice ist währenddessen abgehauen, weil sie traurig war, zum Streukatalysator zu werden. Ich hoffe jedenfalls, das war, warum sie traurig geworden ist. Ich weiß es nicht so genau. Aber naja. So, wir müssen zu Spyros AG. Die ist in Triglav, das heißt, wir kommen so oder so zu unserem Briefkasten endlich mal. Damit ich auch die Sachen, alle ausgezahlt bekomme, die ich, zurückgezahlt habe. Also, die Belohnung dafür. So, ach ja, meine Katze. Ich habe meine Katze. Schieberohren. Mehr war 30. Ja, ich habe offscreen ja die Katze schon mal geschickt. Oder ne, im letzten Part habe ich die schon geschickt. Dann habe ich jetzt noch so 10, 15 Minuten gewartet, bis sie wiedergekommen ist. Und weitergemacht. So, und jetzt schicken wir noch jemanden zur alten Vikalmine, ne? Wir brauchen irgendwie Lichtpilzsporen. Das war ein Zungenbrecher. Gibt es hier irgendwo ein Itemshop? Ja. Und ja, die brauchen wir noch für irgendeine Quest hier, die Pilzsporen. In Laurent irgendwo, Heilmitteltrank. Nehmen wir hier wieder ein paar. So. Dann, auf zur Spyros AG. Würde ich sagen, müssen wir ja. Wir können nicht die Weltkarte benutzen. Also müssen wir standardmäßig mit dem Zug und so dahin gehen. Ich finde zwar nicht gut, dass Beasley sich um die kleine Ellie kümmert, weil er sagt ja, er passt auf sie auf. Aber ich traue ihm nicht. Ich weiß auch gar nicht, wer jetzt mittlerweile der Hauptbösewicht sein könnte in dem Spiel. Da kommen so viele Leute in Frage. Am Anfang habe ich gedacht, Julius wird der Hauptbösewicht. Weil, keine Ahnung, der wurde irgendwie so in Szene gesetzt im Intro und... vielleicht macht er ja die typische Wandlung so durch, dass er stärker wird und dann irgendwie, keine Ahnung, von jemandem kontrolliert wird und böse wird und so weiter. Sag ich gleich weiter. Look who's returned. Tell me what it is you want. Don't make Luger disappear. Please. That's one wish I cannot grant. Not without your help. You'll need to obey my orders right down to the letter. What say you? Yes. Then we have a deal. I'm doing the right thing, Luger. After all, I'm just a fake. Oh Mann, warum? Du bist keine Fälschung, L. Jetzt kann ich wieder auf Tales of the Abyss anspringen und das wären schon wieder Spoiler. Ah, eine Reise ohne L. Damn it. Ach ja, ich habe eingestellt, dass ich das jetzt immer wegdrücken muss. L will come back to you. Ich dachte, den Skiz wäre aber immer noch normal. As soon as she gets hungry, I'm sure. I wonder if that's really true. Weil ist ja... Egal, sag ich schon. Okay, perfekt. Weil ist ja so gewesen, dass irgendwie in den ganzen Nebenquest-Dialogen immer, keine Ahnung, ich aus Versehen mal weggedrückt habe, weil die einzelnen so weggegangen sind. Aber jetzt muss ich halt auch in den Skip wegdrücken. Das finde ich ein bisschen blöd. Ja, ich frage mich, ob das stimmt. Ist es, weil ich Victor getötet habe? Da bin ich mir nicht sicher. Sie will doch nur ihren Trotzkopf durchsetzen. Luger, listen. Yes, I would imagine that's the primary reason. Mila. However, El had managed to overcome her fear and sorrow for as long as we've been traveling together. Her soul is old beyond her years. I have no doubt that she understands why you had to fight her father. Thanks. If that's true, then El will return of her own volition. What's the problem? The problem is that despite understanding that, she chose to run off by herself. I suspect Luger realizes what that might mean. Yeah. Still, El will come back, right? Ja. Hoffentlich ist das so wie anderen, wie bei anderen kleinen Kindern, dass wenn sie Hunger bekommt, sie irgendwann zurückkommt. Ich muss aber die komplette Situation ja in den Dreck ziehen. So.
Voll lieber so, auch wenn ich dann wieder aus Versehen irgendwann wegdrücke. So. Ach, wir sind hier, perfekt, da kann ich ja noch kurz hoffentlich zum Briefkasten gehen. Are we really doing the right thing here? I don't know. And until we truly understand what's happening, we have no choice but to follow Bakura's lead. Okay, ich kann glaube ich dahin. So. Ja, aber da habe ich gesagt, Julius, habe ich schon gesagt, weshalb. Dann Kronos natürlich, der ist ja sowieso jetzt hier so gut im Rennen als Hauptbösewicht vielleicht. Ist ja selbsterklärend irgendwie. So. Dann Beasley oder Bakur, ich nenne jetzt auch Bakur. Den traue ich irgendwie nicht. Der sagt mir irgendwie zu wenig und der hat auch irgendwelche Pläne, irgendwelche Finsteren. Dann, ja, und dann noch Rido, weil der auch irgendwie hier in dem Spiel macht, was er will. Obwohl er hier für Spyros arbeitet und sich auch gegen die stellt ein bisschen. Also ja, vier Leute haben wir schon im Rennen. Ich tippe irgendwie auf Julius irgendwann. Weil wer weiß, was noch passiert. So. Oder Kronos. Oder Beasley oder Dingens. Rido. So, der hätte ich vielleicht mal einsetzen sollen. Wenn es stressig hier geht, zieht er manchmal auch gerne die Jacke aus, sofern keiner in der Nähe ist. Warum kann ja jeder seine Jacke ausziehen? Undurchdringliche Abwehr für Jude, sehr gut. Ein Freundschaftstrank. Form hoch. Ausdauer 3, was? Dann kriegt er ja noch viel mehr AP. Haben will. Überleben. Ah, okay. Wow. Voll übertrieben. Übrigens, habe ich das schon mal irgendwann gesagt, Lee hat irgendwie mehr AP als Jude. Und das ist irgendwie komisch. Warum hat Jude so wenig AP? Oder KP. Finde ich ein bisschen merkwürdig. So, okay. Ich bin auf, dass diese Zahnräder irgendwie überall präsent sind, ne? Was wollte ich jetzt noch? Katzenkrieger, oder? Ne, was wollte ich jetzt nochmal machen? Ah, Freundschaftstrank, glaube ich. Wir hatten am wenigsten Gaius, Leia, Leia. Nimm mal den Freundschaftstrank, bitte. Ach, Dings, muss ich auch nochmal gucken. Leia. Form hoch, Dingens, undurchdringliche Abwehr für Jude. Ja, der hat 31, das müsste auch klappen, das kostet glaube ich 30, ne? Oder 28, glaube ich. Da ist es. Ja, perfekt. War voll Imba, aber egal. So, ein Roan. Wie siehst du ohne Jacke aus? Sehr gut. Also erstmal so in der Story. Sie hat auch eine Jacke an. Er kann bestimmt auch seine Jacke ausziehen. Ja, auch. Mein Gott, die haben alle eine Jacke an. Mila hat keine an, aber die hat auch andere Kostüme noch. Irgendwie hat fast jeder eine Jacke. Ist ja gruselig. Ist jetzt so kalt in den Olympios. Weil das ist ja Jacken, dann sind irgendwie so Westen, irgendwie so. Ja, überhaupt nicht gefüttert und so. Daran. Ich werde schon so oft hier durchgelaufen und ich muss immer noch auf die Karte gucken, wo ich hin muss. Das ist irgendwie unheimlich traurig und irgendwie, weiß ich nicht, zum Totlachen. So, dann. Ich hoffe, jetzt kommt nicht noch, da war Nova und Bakur, glaube ich. Ach, der Typ, genau. What kind of sob story did he feed you anyway? Mr. President, something really is wrong with Luger. Of course. Something is always wrong with people who need that kind of money. The guy even has a terrorist in his family. That's not true. Luger and Julius are... If you can't do your job, then I'd be happy to accept your resignation. Ich bin auch fleißig am Zuzahlen. There's no room for bleeding hearts in the banking business, my dear. Danke für den Versuch und tut mir leid. Dieser dumme Kredit, It's okay. It just burns me up to hear him talk about you and Julius that way. It would seem this money is a source of unhappiness for her. Why not just pay her back? Ja. We have to wait until Elle returns anyway.
I'm so sorry. Ich habe gerade kein Geld. Okay, perfekt. Jetzt werden wir wohl ein paar neue Quests oder so verfügbar sein. Na toll, das ist ja jetzt richtig blöd gesetzt, finde ich. Hey, Luger. Did you hear that they're gonna revive the old retired AR-120 train series? I would have never awakened to this hobby if I had just stayed in Risa Maxia. I've been considering launching a line of Maxwell dumplings to compete with those Gaia's dumplings. They'd be made of chili peppers, soft gelatin, chicken liver, and potatoes. A taste of all four elements in every bite. What? Luger, when my Maxwell dumplings go up for sale, you can use the proceeds to pay down your debt. Who's going to make them, you ask? Why, you are, of course. After a thorough analysis of the two countries, I've come up with a totally scholarly theory of civilizations paper. What do you think? I could make a fortune if I publish this, right? You're a steadfast man, but I'm such a worrywart. I still worry about you. Perhaps I'll make it a point to worry about worrying too much. Hey, check it out! Look how good my penmanship's gotten! I finally figured out the trick. I just gotta hold the pen the way I hold my staff. Was? Here. Kannst du denn auch? Why don't I send you my GHS address? Aha! At long last, I have mastered the art of contact sharing. Sehr merkwürdige Sprüche. I shed my wings and grow a new set every season. But don't tell anyone else, okay? I'm serious. The job postings sure are beneficial. Why, we could put in requests for all the world's finest. Okay, jetzt kommen wir da nur noch 15 Sachen, oder was? But then, I guess we'd have to offer a suitable reward for each one. Meine Güte. Ich glaube nicht, dass mein Freundschaftslevel irgendwie so hoch sein sollte. Zu diesem Zeitpunkt. Aber ist er. So, jetzt baue ich sie. Ich muss ich aber ein paar Sachen hier. Elite Monster hier, super. Cthulhu-Dämon, okay. Violins bitte 7. Zensur bei. Was? So, was kann ich hier einfach so ganz schnell erledigen? Das hier, Max Muster. Was? Max Mustermann? Ist das nicht. Gibt's den nicht wirklich? Das ist gut, hier bitteschön. So, ich kann meine Dings ja sowieso wieder. Goldenes Froschei. Ach so, ja. Weiß ich nicht. Wie viel Geld habe ich denn jetzt schon? Ich weiß auch gar nicht mehr. Stimmt genug. Jetzt muss ich wieder offscreen töten. Goldmarke, Silberabzeichen habe ich, ne? Ich habe Angst. Lichtlose Welt, das kann ich mal annehmen. Das können wir ja alles mal kurz erledigen. Brennende Windmühle. Perfekt. Brauche ich alles nicht mehr, Leute. Ultimatives Sternfeuer. Goldmarke, Bronzeabzeichen. Gesetz des Gentlemans, ey. Superheilung, Ultrawecker. Bronzeabzeichen, ja, das kann ich schon lange, ja. Zensurbalken. Silbersiegel. Vom gleichen Schlag, Ludger und Jude. Ach, habe ich noch nicht, verdammt. Werde ich ja wohl irgendwie am Ende des Parts noch kriegen. Ich habe noch nicht genug Geld. Ah! Was mit meiner Katze? Elle ist immer noch nicht bei uns, ne? Verdammt! Wo ist Elle? Ich muss ein bisschen Zeit totschlagen. Weiß ich nicht. Eins von diesen Viechern, Arklandsumpf, okay. Und eins von diesen Viechern. Ja, machen wir mal ganz schnell irgendwelche Viecher fertig. Wer braucht denn hier noch so viel Freundschaft? Elvin, du bist kurz davor, am meisten gebocht zu werden von allen. Das gibt's doch nicht. Weiß ich nicht. Elise. Und, ja, geht schon so. Ja, gehen wir mal, ach, wir haben wieder Charakter-Stories. Stimmt. Viele. Dann gehen wir mal, weiß ich nicht. Zum Arklandsumposer. Hier. Weil, warum nicht? Wir haben wieder Zeit.
So, machen wir erstmal das Viech fertig. Na, dang. Ah. Und dann als wieder Charaktermission. Hallo, Elise. Als erstes Elise. Hallo. Bin ich wieder aufgelevelt? Weiß nicht, ich glaube schon. Bams. Bams. Und zack, Bams. Und zack. Ja, ich glaube, ich will austoben hier offscreen anscheinend. Aha. Das hier lieber. Ja, Glück. Warum nicht? Auftrag kann als erledigt gemeldet werden. So, was war denn noch? Was muss ich denn noch erledigen? Arbeit, was? Ach so. Ja, kann ich ja noch nicht machen. Sumpfmeerfisch. Meine Katze ist zurück. Nicht Pilzsporen mal zwei. Ich glaube, das ist zu wenig. So, zack. Muss jetzt aus eigenen Stücken losgehen. Rolo. Was für ein Fisch musste ich ja nochmal erledigen. Hier. Das Ding, ja. Wo ist er? Dun, 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 dun. Du, was ich? Ja, du, Bams. Wenn er sich darauf reagiert hat. Mein Gott, wie viele? Ja, ich kann mich auch gar nicht mehr im Command-Zustand verwandeln. Nicht, dass ich das brauchen würde, ne? Wenn L dadurch gefährdet wird, dann mache ich das natürlich nicht. Hallo? Ja. Bams. Sehr gut. Sensational, okay. Yes. Yeah. So, dann nehmen wir noch mit. So, dann wieder abgeben. Wie immer. Triglav hatte eine Charaktermission auf uns. Komm, komm. Ich nehme Leben. Ich habe noch ein paar Sachen, die ich verkaufen kann. Oh, es sind wieder neue Sachen. Sehr gut. Ende von Kijara. Gut, dass ich so viele Sachen immer schicke, ey. So viele Katzen. Verdammt. Ach, das Viech wieder. Lichtpilzsporen. Ja, verdammt. Ach so, upsala. Ach, das kann ich jetzt auch machen. Stimmt. Ah. Mal gucken, wann ich das mache. Sehr gut. Ah, kein Ding. So, Story, Fortschritt. Ja, bitte. We've completed preparations in accordance with directions from President Bacor. Please make your way to the Spurious offices with all due haste. I'll be waiting for you. Ich komme so schnell wie möglich. Wieso sei es? Was ist das denn? Sprech dir nicht mit so Respekt an. Ich wollte nur unser Geld. Na, weiß ich nicht. Soll ich die Beziehung hier ein bisschen erhöhen? Weiß ich nicht. Nach den Charaktermissionen habe ich so, wie soll ich das machen? Ich kann noch eine gleich reinhauen und dann weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Muss ich jetzt überhaupt zum Dingens? Nee, ne? Da ist eine Charaktermission. Ja. Okay, dann weiß ich nicht.
Ich würde sagen, wir machen irgendeine Charaktermission in der nächsten Folge. Wahrscheinlich die in Trigraph als nächstes. Dann würde ich sagen, ich mache jetzt hier einen Schnitt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Xillia 2. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.